Unser Gastkritiker hat ja heute noch einen dritten Film gesehen. Also wir haben über zwei Wettbewerbsfilme gesprochen und den dritten Film, auf den hat er sich einfach so eingelassen. Da bekam er also eine Karte. Wir wissen immer noch nicht von wem, welcher Kollege da zwei Karten rausgerückt hat oder Kollegin und hat gesagt, muss ganz toll sein, ist eine tolle Sache. Und davon gehe ich übrigens auch aus bei What We Do in the Shadows. Ist ein Film, der lief im Panorama, im Forum. Und das ist eine Generation 14+. Und das ist auch interessant. Also ich weiß so gut wie nichts über den Film, wie Sie gerade merken, weil ich ja da nicht drin war. Aber ich weiß, dass die beiden, die das gemacht haben, nämlich Taika Waititi, der war auch im Bus, bei Andreas Müller, und Jermaine Clement oder bei Jörg Thaddeus, dass die beiden wirklich in Neuseeland Kult sind. Die waren auch schon öfter auf der Berlinale und sind so Comedian eigentlich. Und hier haben sie, also ich höre jetzt ganz naiv und interessiert zu, hier haben sie eine Art Mockumentary wohl gemacht. Also ist ein Dokumentarfilm, aber eigentlich dann doch nicht, oder wie? Ist ein Dokumentarfilm über Vampire in Wellington, Neuseeland. Und das wird total ernst genommen und ernst erzählt und eigentlich so, wie wir das so aus so Fernsehsendungen kennen, wenn dann so ein Kamerateam zu denen nach Hause kommt, das ist eine WG, das sind 4 oder 5 Vampire und die werden so ganz normal beschrieben, wie sie morgens aufstehen, wie sie ihr Frühstück machen, wie der eine aus dem Sarg rausgeholt wird, einer lebt im Keller, der andere in so einem Schrank, der so kopfüber drin hängt und sagt, oh, ich brauche noch 10 Minuten, ich komme dann gleich. Und es war für mich eine totale Überraschung und ein grandios gemacht, wunderschön erzählt. Man glaubt es, also in dem Moment glaubt man das alles. Und die Jungs sind großartig. Und danach war dann so ein Q&A, so wie wir es jetzt hier machen. So? Q&A. Wie man so sagt. Ja, genau. Und das haben die knallhart durchgezogen. Ja, ja. Also die waren dann auch nach wie vor die Vampire da unten auf der Bühne und wurden eben befragt, wie das so in Berlin ist mit den Vampiren und so. Gibt es auch einige hier. Ja, und gibt aber mehr Jungfrauen hier auch, meinten sie, als in Neuseeland. Und also waren richtig begeistert, ja. Also die beiden sind wirklich Kult, das weiß ich. Und ich weiß auch, ich habe doch ein paar Fotos, während du jetzt so sprachst, habe ich gemerkt, dass ich ein paar Fotos kenne. Und das sah schon ziemlich blutig auch aus. Irgendwann ist mal so ein ganzes Badezimmer eingesaut und so. Also es ist doch ein bisschen shocking. Der läuft immerhin in der Jugendreihe, 14+. Ja, ja, sie haben auch so eine, das ist so eine Art Sklavin, die also noch kein Vampir ist. Die muss dann immer mit den Hemden in die Reinigung gehen und sagen, mein Mann hat irgendwie... Da gab es irgendwie Probleme und es ist so viel Blut auf dem Hemd und das muss irgendwie gereinigt werden. Und wird dann auch einer gebissen, also werden mehrere gebissen, die dann sich auch während der Dokumentation, also über die paar Wochen, die diese Dokumentation dauert, dann auch zu Vampiren werden. Dann treffen sie da so Werwölfe noch irgendwie nachts auf der Straße, mit denen so ein bisschen so eine Street-Gang-Situation haben und sowas. Also du, der war grandios. Also sie haben mich irgendwie erinnert so ein bisschen an Monty Python als Truppe, weil die einen solchen Spaß und mit einer solchen Hingabe sich in diese Rollen geworfen haben und es einfach auch so ganz cool und eiskalt durchgezogen haben. Der Film ist sogar noch einmal zu sehen am Publikumstag im Cinemax 1 und zwar um 17.30 Uhr, also What We Do in the Shadows. Ich finde, das war eine super Werbung. Also wahrscheinlich waren das Leute, die diesen Film ja promoten wollen, die diese Karte geschenkt haben, aber er hat den Job ja auch hervorragend gemacht. Letzte Frage noch, du hast jetzt also 3 Filme für... Na, absolut, ne? 3 Filme für uns angesehen, 2 Wettbewerbsfilme, gewichtige, dann so eine Leichtigkeit. Aber das ist doch auch das Schöne an so einem Festival. Ne? Man kommt von einer Welt in die andere und ist irgendwie dann am Schluss total erfüllt. Jeweils geht es uns so und dir? Ja, absolut. Also ich könnte jetzt immer so weitermachen. Ja, war echt ein ganz toller Tag. Ja. Dann würden wir uns freuen, wenn wir dich mal wieder begrüßen können. Jetzt aber sehen wir dich erstmal in ganz vielen anderen Räumen, auch wieder Genre. Ist ja auch eine schöne Sache, dass man in Deutschland wieder ein bisschen mehr Genre dreht. Staudamm ist im Grunde genommen auch ein Genre-Film, ein Thriller mit Tiefgang. Gibt es da auch schon weitere Sachen, die jetzt schon so kommen? Na, ich schreibe ja auch. Ich habe auch so einen kleinen Film, den ich mit einem guten Freund zusammen geschrieben habe. Da haben wir Förderung bekommen und wenn wir gut sind, dann drehen wir den dieses Jahr oder hoffentlich spätestens nächstes Jahr. Und ja. Da spielst du dann auch mit, oder? Da will ich dann auch mitspielen. Ne? Dominik Rake war heute unser Gastkritiker. Herzlichen Dank und alles Gute für deinen neuen Lebensabschnitt, der jetzt beginnt, in diesem Augenblick. Täglich ab 22 Uhr Berlinale Night Talk mit Knut Elstermann.